Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium. Im letzten Part haben wir nochmal neu den Pika Cup anfangen müssen, weil ich nochmal ein neues Team probieren will. Und versuchen das doch jetzt mal mit Raichu, Kadabra und Onix. Haben nichts gegen Kokowai dabei und hoffen einfach mal, dass er auf Radikal setzt. Ansonsten habe ich ein Problem. Er hat Gengar dabei. Da kann ich meine Donnerwelle zumindest anbringen. Ein kraftvoller Angriff. Der tut weh. Tötet aber nicht. Die Donnerwelle paralysiert. Es ist Donnerwelle. Oh, es ist paralysiert. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Und sichert damit das schon mal ab. Ich wechsle Raichu jetzt aus für Kadabra. Der Trainer wechselt das Pokémon. Denn Kadabra sollte die Psychokinese doch recht gut wegstecken. Blinkrei für Kadabra. Und dann das Gengar mit Psychokinese weghauen können. Oder es ist paralysiert, das ist natürlich auch wunderbar. Und da diesmal das Gengar auch langsamer ist, definitiv, wird es mit der Psychokinese ganz schön zu knabbern haben. Der Spezialwert sinkt, damit ist es auch mit dem nächsten Angriff sofort erledigt. Der Nachtnebel macht natürlich 20 KP Schaden, aber das passt schon. Sie schenken sich wirklich nichts. Denn jetzt wird die Psychokinese reichen, um das Gengar platt zu machen. Was nun? Eine sehr effektive Attacke. So, damit haben wir den Level 20er von ihm schon mal weg. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Und ich sollte doch eine gute Möglichkeit haben diesmal. Für Enteron. So, okay, Enteron wird der Pokémon-Typ greift zum Schaufler. Das heißt, ich kann erstmal eine Psychokinese reinhauen. Was ist das? Ah, okay, der Spezialwert sinkt. Es glänzt wie in den Boden. Er greift zum Schaufler. Beide Pokémon haben noch genügend Kraftreserven. Ich probiere es mit dem Doppelteam. Ich könnte Raichu opfern. Ich möchte allerdings Raichu nicht wirklich opfern gerade. Und ich hoffe einfach mal, dass es mit dem Doppelteam vielleicht sogar klappt. Ah, leider aber nicht. So. Dann kommt dieses Mal Raichu in den Kampf. Pokémon-Wechsel steht an. Nun kämpfen zwei Pokémon verschieden. Und es attackiert. Ich könnte die Donnerwelle machen. Ich probiere es aber einfach zu töten. Mit dem Donner. Der trifft. Haut das Enteron weg. Und gibt mir eine recht gute Ausgangslage. Mit zwei Pokémon gegen eins. Mal schauen, was es hat. Pantimos. Kann auch Psychokinese. Ich werde es paralysieren. Und auf ein wenig Glück hoffen. Ich glaube, es konnte ja auch die Donnerwelle, aber es greift direkt zur Psychokinese. Und das war's dann auch für Raichu. Oh, ist das das Ende? Beide Trainer haben nur ein Pokémon übrig. So, damit bleibt nur noch Onix. Trinkfrei für Onix. Und ich weiß, kann der Steinhagel hier zurückschrecken lassen? Soll ich Paraflinchen probieren? Haben nur noch ein Pokémon übrig. Ich greife einfach mit Erdbeben an. Alles oder nicht. Was geht ab? Ein guter Treffer. Wow, dafür, dass das ein guter Treffer war, der ziemlich schlecht. Und er kommt durch mit der Psychokinese. Ein böser Treffer. Und er erledigt Onix.
Okay. Ich muss mir da irgendwas überlegen. Und damit ich nicht die ganze Zeit des Partys dafür verhauen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, okay. Neues Team. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, mit welchem Team wir das schaffen kann. Und werde das dann auch mal ausprobieren. Herzlich willkommen zum Pika-Cast. Und ja, werde doch einfach mal sehen, ob ich das jetzt hier irgendwie schaffe. Fakt ist aber, man braucht, wenn man wirklich ausgeliehene Pokémon nur benutzt, sehr viel Glück dafür. Wie man wohl auch schon gemerkt hat. Weil 5 Level und trainierte Pokémon im Grunde auch so sind halt doch schon ziemlich heftig. Aber ja, schauen wir mal. So. Da ist schon mal Porenta weg. Falls alles nichts hilft, werde ich vielleicht sogar mal probieren, ob man da irgendwie ein Savegame oder sowas bekommt, wo man hochgeladene Pokémon hat. Sowas gibt es bestimmt. Keine Ahnung. Pfeif drauf. Und werde es dann halt so machen. Weil es ist halt mit ausgeliehenen Pokémon, vor allem in diesem Cup, wirklich sehr, sehr schwer. Bei 5 Level, auf Level 15 bis 20, einen viel größeren Unterschied machen, als wenn man jetzt auf 50 bis 55 ist. Und naja. Mal schauen. Zudem hat man natürlich nicht alle Pokémon und, ja. Sowas halt. So, wenn mich nicht alles täuscht, solange ich einigermaßen jetzt treffe, ist das auch wieder das erste Continue. Unglaublich, mit einem Schlag vorbei. So, wir haben noch niemand das Schlimmste gesehen. Das kommt ja noch dazu. Wir sind nur bis zum 6. Kampf gekommen, oder? Ich glaube, den 7. haben wir auch mal kurz gesehen, oder? Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, wir sind nur bis zum 5. gekommen, zum 6. gekommen. Zu dem Wanderrad, der war dann unser Untergang. Und ja, werden jetzt mal sehen, was hier los ist. Wie sollte ich gegen dich am besten kämpfen? Ich glaube, einfach mit Starmie. Gegen Tangela sollte ich Alpollo mitnehmen. Und ansonsten Lapras. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. So, fangen wir mit Stami an. Gegen Quappo. Was wir noch nicht gesehen haben. Also wurde zumindest bisher nicht eingesetzt. Doch es bekommt den Donner. Mitten in das Gesicht. Oha, da hat jemand das Falsche. Und wurde sogar direkt paralysiert, das ist sehr praktisch. Ein kraftvoller Angriff. Und macht einen Volltreffer Megakick. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Das ist natürlich jetzt ziemlich doof. Ich hoffe mal, dass er Donner trifft. Donner. Und natürlich tut er das nicht. Und er greift wieder zum Megakick. Der trifft mich. Und damit klappt das mit dem Continue hier zumindest schon mal nicht mehr. Gut, dann greifen wir zu Alpollo. Denn Alpollo kann den Donnerblitz. Ich hätte vielleicht auch so einfach zu Alpollo wechseln sollen. Denn der Megakick hätte Alpollo nichts ausgemacht. Aber naja.
Welches Pokémon wird die Arena betreten? Okay, Tangela ist der nächste Gegner. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Es hieß, man soll Apollo sowieso dagegen benutzen. Also, sollte das hier kein Problem so unbedingt sein. Und der Megasauger wird wahrscheinlich auch nicht viel Schaden machen. Allerdings kann ich selber auch nicht viel Schaden machen mit dem Nachtnebel. Aber... Was geht ab? Warum nicht? Ein guter Treffer. Es ist nicht mehr verwirrend. Ah. Was nun? So viel Schaden machst du? Das war eine Schwachstelle. Okay, es war ein Volltreffer. Beide Pokémon sind gut trainiert. Ich mache jetzt einfach weiter mit dem Nachtnebel. Was ist das? Ja, ein Treffer. Zwei weitere sollten reichen. Dass er jetzt nicht ständig Volltreffer macht. Was passiert jetzt? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Denn er heilt sich nicht genug, um noch zwei Nachtnebel zu überleben. Was geht ab? Ach, schwerer Treffer. Und selbst mit nur Volltreffern wäre das wahrscheinlich eher weniger so, so gekommen. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Die Arena-Fight geht weiter. Und tschüss, Tangela. Der entsetzliche Nachtnebel. Komm. Und das war's. Alles klar. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Das letzte Pokémon ist Pinsir. Welches keine Attacken kann, die Apollo auch nur im geringsten schaden könnten. Der Kampf geht weiter. Denn soweit ich weiß, kann das nur irgendwie Stärke oder Überroller. Dass dann noch paralysiert ist, ja mein Gott. Es verstärkt seine Angriffskraft. Beide Pokémon haben noch genügend Kraft. So. Dann kommt jetzt hier erstmal der Donnerblitz. Was passiert denn? Es konzentriert sich voll auf seinen Start. Ein sehr rasanter Kampf. Und es geht weiter und tschüss, Pinsir. Donnerblitz. Ein guter Treffer. Oh, ist das das Ende? Okay. Schwierig, schwierig. Aber hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Das hier ist wohl der schwerste Cup. Das hättet ihr ihn vielleicht als letzten machen sollen. So gesehen. Zumindest von der Schwierigkeit her. Und ich sollte mit Starmie, Apollo und Lapras hier den Kampf wieder machen. Wieder mit den dreien. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht vielversprechend aus. Los geht's! So, da kommt Kingler. Gegen diesen soll ich anscheinend einen Delegator erstmal benutzen. Wenn ich ein Continue haben möchte. Es erzeugt einen Delegator. Weil das Ding mit Hyperstrahl angreift. Ein kraftvoller Angriff. Der Delegator ist verschwunden. Ein wahres Spannungsfeuer. So, dann kann ich nämlich gleich noch einen machen. Einen Delegator. Es kann sich nicht rühren. Der brandheiße Kampf reicht die Zuschauer weg. Und hoffen, dass der Donner jetzt trifft. Dann habe ich nämlich einen Delegator draußen. Direkt vom Olymp. Donner. Perfekter Treffer. Und er kann nicht viel machen. Unglaublich. Mit einem Schlag. Zumindest nicht direkt. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? So, Knuddeluff hatte uns bisher nicht wirklich Probleme gemacht. Der Pokémon-Typ, den Kampf, aber es soll anscheinend auch recht gemein sein.
Schauen wir mal. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Okay, es greift direkt zu einem Risikotackle. Was geht ab? Der Delegator wurde zerstört. Sie schenken sich wirklich nicht. Und wir wechseln zu dem Lapras. Das Pokémon fährt in seinen Pokéball zurück. Ringfrei für Lapras. Ein weiteres Risikotackle. Ja, ein Treffer. Ah, schade, dass ich genug. Nee, nicht wirklich. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Schauen wir mal, ob der Eisstrahl reichen könnte. Fände ich ziemlich cool. Was ist das? Dampfattack. Ganz knapp, leider nicht. Aber er greift wieder zum Risikotackle und wird sich damit dann was selber auf die Bretter hauen. Ach, schwerer Treffer. Alles klar. Soweit, so gut. Auf der Reservebank werden immer weniger. Klingfrei für Yugong. Das letzte Pokémon ist Yugong. Von welchem ich ausgehe, dass er tatsächlich auch zu Normalattacken greift. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Und deswegen kann ich das mit Alpollo aufnehmen. Klingfrei für Alpollo. Jawohl. Was geht ab? Sie verfehlt. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? So, dann erstmal den Donnerblitz reinhauen. Und das Yugong sogar paralysiert. Okay, es kann auch noch einen Eisstrahl. Aber den sollte Alpollo gut wegstecken können. Und solange es nicht einfriert. Ein Kräftemessen der Superlative. Ist da alles wunderbar. So. Noch einmal Donnerblitz. Und der Zufallswert tritt uns nicht in den Arsch. Und wir verdienen unser zweites Continue. Der Kampf ist vorbei. Oh yeah. So, auf zum vierten Orden. Ein Gegner, der uns schon öfters Probleme gemacht hat. Allerdings sollte er das diesmal weniger machen. Allerdings weiß ich auch nicht wirklich, wie ich gegen ihn kämpfen soll gerade. Vulnona ist langsamer als die meisten anderen. Alpollo bringt diesmal nicht wirklich viel. Stammel und Lapras auf jeden Fall. Und ich denke mal Nidoking da noch dabei. Ja. Probieren wir's. Die Spannung im Publikum wächst. Die vierte Runde beginnt. Für die ersten drei Kämpfe gibt es da so ein paar Tipps mit diesem Team, aber für die Kämpfe danach leider dann nicht. Oh, wow. Das ist jetzt natürlich doof, aber okay. Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Hau dich halt gleich mal selbst weg. Es muss jetzt einiges wettmachen. Okay, denn Toxa ist schon mal ziemlich doof. Ist 3 gegen 2 Pokémon. Ich probiere es trotzdem kurz mal mit Maisstrahl. Der Angriff war nicht gerade effektiv. Vielleicht habe ich da ja irgendwie Glück. Was geht ab? Der Treffer hat kaum Schaden verursacht. Und kann das Toxa einfrieren? Wäre zumindest recht lustig. Was passiert jetzt?
Attacke war nicht sehr effektiv. Mit einem KP überlebt. Sehr schön. Was nun? Ein schwacher Treffer. Aber der Eisstrahl reicht dann natürlich nicht. Okay, hier versuche ich jetzt nicht auf Continue zu spielen. Ich will den Gegner einfach nur irgendwie besiegen können. Ja, ein Treffer. Es ist am Boden. Und deswegen lasse ich das mal lieber. Welches Pokémon so. Zentoxa würde meinen Nidoking ganz schön auseinandernehmen, denke ich mal. Deswegen kommt lieber Starmie zum Einsatz. Und dieses mit einem Donner. Ja, verdammt. Oh, du greifst zu Toxin. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich direkt zum Substitute greifen können. Wie kommt denn das? Komm schon, bitte. Was ist das? Ich will jetzt nicht bei dem Kerl ein Continue verwenden, nur weil ich nicht treffe. Der Kampf wird immer intensiver. Komm. Ein harter Treffer. Sehr gut. Leider nicht ganz erledigt, aber ein bisschen Glück. Paralyse. Nein. Überleben. Nein. Jetzt nur noch Nidoking und ich weiß nicht, was sein letztes Pokémon ist. Das ist recht doof. Aber wenigstens kann das Tentoxa jetzt nichts mehr ausrichten. Also, einfach weg mit dir. Beide Trainer haben nur ein Pokémon übrig. Trinkfrei für Traumato. Und Traumato. Schlimmste Gegner, den ich kriegen kann. Haben nur noch ein Pokémon übrig. Weil das Ding alles oder nicht. Eine verdammte Psychokinese drauf hat. Ah! Das hat gesetzt. Und mein Erdbeben leider nicht mit einem Schlag tötet, solange es kein Volltreffer ist. Aber er macht einen Volltreffer und das reicht dadurch natürlich. Mann! Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Das war's! Der Kampf ist vorbei! Pech mit Starmie mit dem Donner. Pech mit dem Traumato bei der Psychokinese. Und schon verliert man. Pfeif drauf, ich probier's nochmal. Auch wenn der Part dadurch jetzt wieder einmal ein bisschen länger wird. Das haben jetzt die Parts wahrscheinlich so in sich. So, ich beginne mit demselben Team, weil am Team lag es nicht. Die Spannung im Publikum weg. Die vierte Runde beginnt. So, er kommt wieder zu Onix. Er greift auch wieder zur Explosion. Eine gewaltige Explosion. Das war ein Wunderpunkt. Und macht diesmal einen Volltreffer. Wow, auf die Bretter. Unglaublich. Beide gehen zu Boden. Ein Doppel-K.O. Welch kurioser Blick. Ach, Mann. Setz einfach wieder dein Tentoxa ein. Ringfrei für Vulnona. Okay, dann setz halt Vulnona ein. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Ich bin doch hoffentlich schneller als Vulnona, oder? Natürlich nicht. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Aber es macht nicht viel Schaden. Wow. Und der Blubstrahl. Da hat jemand das falsche
senkt leider nicht die Initiative. Beide Pokémon sind gut trainiert. Was geht ab? Ja, ein Treffer! Es wäre gut, wenn der Blubstrahl wirklich seine Initiative senken würde, weil dann würde es Starmie überleben. Oder es macht einfach einen Volltreffer, das geht auch. Es ist am Boden. Gut. Wenigstens das. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Und zu guter Letzt Ring frei für Traumato. Kommt wieder Traumato. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Nur dieses Mal der Kampf geht weiter. Kann ich dem Traumato Schaden reinhauen mit dem Blubstrahl? Und ich hoffe, dass diese 15 KP ausreichen. Oder er mich vielleicht sogar nicht tötet mit der Psychokinese. Wäre ganz lustig. Wow. Tatsache. Dann kommt noch ein Blubstrahl. Und dann reicht auch das Erdbeben von Nidoking. Diesmal hatte ich also Glück. Dass der Blutstrahl von Starmie ein Volltreffer war. Aber das passt doch. Und das war's. Beide Trainer haben nur ein Pokémon. So, Nidoking. Ring frei für Nidoking. Derjenige, der dieses Team vorgeschlagen hat, der hat auch mehrere Versuche gebraucht, weil nun heißt es, es ist einfach oder nicht. Es ist einfach sehr, sehr viel Pech dabei, wenn man Erdbeben. Das hier nicht schafft. Man braucht sehr viel Glück mit diesen geliehenen Pokémon, weil man einfach wirklich schwächer ist. Aber okay. Den Kampf letzten Endes auch gewonnen und zum ersten Mal mit einem Continue in den fünften Kampf. In den fünften Kampf. So. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. In der Hoffnung, dass wir endlich mal im Pika Cup weiterkommen. Und den vielleicht dann auch mal abschließen können. Bis dann!